kannst du jetzt überhaupt nichts mehr. Überhaupt nichts mehr, überhaupt nichts. Ja, siehst du nicht, dass ich Pfeife rauche? Sollen wir vielleicht um deine Beten kommen? Hast du ihn jetzt noch nicht gefragt? Wen? Nur einen Lehrer halt. Ich? Aber soll ich den fragen? Ja, tu doch nicht so, für die wird's auch keine Kleinigkeit nicht sein. Wenn er geht und wir haben wiederkommen, was krumm das so schön steht und darf man's nachher nicht reinbringen. Bist jetzt fertig mit deiner Predigt? Ist ja wahr auch. Wenn euch Mansbeter alles wurscht ist, unser eins kann sich kümmern und sorgen. Ihr da den ganzen Tag nichts als wer Pfeife rauchen, da kann man reden, was man mag. Herrschaftszeiten, alles Geld in die Luft ausblasen. Da wär ich doch noch Stück narrisch, sag da. Quack, 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 quack. Herr Gschwendner, grüß dich Gott. Grüß dich Gott, Herr Perler. Ja, bleib nur sitzen, ich find mir schon einen Platz. So, da la. Ah. Was macht's heute, gell? Ich möchte heute nicht in deiner Kutten stecken. Aber er braucht Wedel. Ein rechter Tag zum Nichtstun und zum Schuldenmacher. Und zum Pfeifenrauchen, damit die Alten was zum Schimpfen hat. Ja, das bisschen Pfeif, das kennst du schon kennen. Der da geht mithalten beim Feiern. Aber weißt, wir haben's heute wieder einen Dampf hinter nicht drin. Ja, wie das? Ah, geht's ja. Krieg ich doch in aller Herrgott früher einen Brief. So lang ist wie ein Bandwurm und so dumm ist wie 9 Tage Regenwetter. Und mich wollte die Mähne heute schon in aller Herrgott früher nach Unterdarching schicken, einen Knecht einstellen. So? Wo will mir den steigen, mal du am Bugeln mit samt den Knecht? Na ja, das schon, aber weißt, der Knecht ist kein Brief, mein lieber Gschwendner. Ja, mir schreibt niemand. Ja, aber mir. Mein, ja, mein, seid tut schon was. Grüß dich Gott, Gschwendnerin. Ah, grüß Gott, hochwerten Herr Pater. Ist unser Ehr? Du hast deine Betten ein bisschen sonnen, hä? Ja, ja, das braucht schon. Ehrlich, die Lumperei ein bisschen rausklopfen, gell? Die Lumperei haben wir keine drin, Herr Pater. Ach so. Ja, so ein Brief, Gschwendner. Das hat der Teufel gesehen. Ja, ich glaub's. Alle Schreiber gesehen, die müssen mal am Tengelstock herklopfen. Ich muss ja Mauthaus noch 10 errichten. Die kommen da gleich wieder. Ja, ja, Gschwendner. Es ist schon recht, wenn's nichts da hast mit der Federfuchserei. So viel kann gar nicht geschrieben werden auf der ganzen Welt, dass mir das was schindet. Ja, das kannst du nicht wissen, weißt. Solange wir eine Obrigkeit haben, solange werden die Buchstaben auf die Menschen loslassen. Und es ist für jeden ein Buchstaben da. Und da etliche Paragraphen dazu. Und ich scheich keine Buchstaben und ich scheich keine Paragraphen. Ach, so meinst du. Lumperei rausklopfen. Was sagst du, Großmutter? Ja, darf er sagen, dass wir die Lumperei rausklopfen müssen. Ist denn das ein Red? Ich versteh dich nicht. Lumperei rausklopfen. So darf doch kein Hochwürden daherreden, dass wir unsere Lumperei rausklopfen müssen aus die Betten. Ach so, der Herr Pater, was will er denn? Ja, was weiß denn ich, was der für eine Lumperei meint? Bei uns findet er keine. Das sag ich auch. Ja, so unchristlich daherreden. Ein geweichtes Mannsbett. Na! Hä? Was hast denn? Das ist halt so. Also, Gschwendner, was ist jetzt mit dem Lehrer, hä? Lehrer? Hä? Ein Mathe-Teil, meinst du? Wie du das halten willst. Was ist mit ihm? Na mein, was soll mit dem sein? Das war ein hohes Lob. Mhm. Hätte der beste Knecht weit und breit. Ja. Gibt keinen besseren. Mhm. Baumstark. Orden wir wieder. Mhm. Und raufen wir 2 Wilde. Na ja. Das darfst du nicht vergessen beim Lob. Das gehört mit dazu. Ja, 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 kann mir nicht schlecht gefallen. Durchaus nicht. Ist ein richtiges Mannsbild. Nichts drüber zu reden. Der Pater, wenn über einen nichts mehr zum Reden ist, dann reden die Leute das Allermeiste. Ja, mein Gott, mir darf halt den Leuten auch nichts zum Reden geben. Mit welcher Weise? Du kannst das ja leicht ausdenken, nicht? Er ist halt doch der Lehrer. Hm? Na ja, und so geht das halt nicht. Ein Lehrer ist ganz einfach kein Bauernknecht. Was willst du dagegen sagen? Oh, das wird's aber weisen. Ja. Der Mathe ist kein Bauer, nicht? Ja, das ist schon, aber was die Leute dazu sagen, da geht doch der Respekt weg, nicht?
Und der Respekt gehört doch einmal in die Schule. Ja, stell dir vor, was soll denn das werden? Über 8 Tage soll er wieder Schule halten und heute fährt er nur dein Mist umeinander. Ja, mein Mist muss auch umeinander fahren werden. Fragst nicht schwer, Herr Rektor Schwindler. Du verstehst mich schon. Die Geschichte tut einmal nicht gut, sag ich. Na ja, jetzt. Nach Tag, sagst du? Nach Tag, ja. Jetzt schiebe ich dir mal. Hat's gerummert noch gar nicht herin, der Matthias. Brauchst nicht dreischauen, als wie ein Schweiberl. Da. Schau dir mal rein in das Schreiberl da. Da. Da haben wir die Sauerei benannt. Ja, ja. Gehen dich schon auch an, die Buchstaben. Wir hatten ihm geschrieben. Na ja, aber mir. Wie steht es mit der Schulaufsicht? Ist ihnen nichts zu Ohren gekommen, was sich zugetragen hat? So weit sind wir jetzt glücklich. Dass drinnen der Stock klamm, da herausen geht alles drunter und drüber. Na ja, das werden die schon wieder auseinanderklammen, nicht? Deswegen haben sie einen Reparagraphen. Es hilft dann nicht, Schwendner, ich muss das sagen. Der Lehrer ist in einer schiefen Lage. Warum? Wegen dem bisschen Raffer. Ja. Und da darfst du doch die Regierung nicht einmischen. Und überhaupt hat der in der Verkanzkraft, gell? Wo er seine freie Zeit hat. Deswegen hat er ja seine freie Zeit, was er raffen darf in der Mond. Nix da. Ja, natürlich. Was denn? Das wäre noch nur schöner, wenn ein Lehrer nicht einmal mehr raffen darf. Okay. Ja, was sollen denn die Buben lernen von so einem Lehrer, der nicht einmal raffen soll? Schwendner. Und überhaupt so wieder. Was überhaupt? Nix überhaupt. Verstehst du mich jetzt? Sein Beruf wird er verlieren. Davonjagen werden sie, Schwendner. Davonjagen? Ja. War gar nicht schlecht. Sag ich mal, bist denn du ganz aus dem Häusl? Du meinst, dass die Kleinen solchen Paragraphen hernehmen könnten, der wonach der Schule aus hat, nicht? Ja, ja, freilich. Ja, da sag ich nichts mehr gegen die Paragraphen. Sag ich mal, bist denn du ganz verrückt? Warum? Na, vielleicht sind deine Weiberleute ein bisschen gescheiter. Ja, gehen nicht. Dann muss ich schon, mit dir kann man ja nicht reden. Ja. Ja, so ist es recht. Was hast du denn, Großvater? Freuen du mich! Indem, dass es jetzt einen Paragraphen gibt, der wo zu den Bauern hilft. Verstehst? Verstehe. Ich, Korbertl. Indem, dass es jetzt einen Paragraphen gibt, da dürfen die Lehrer nicht mehr in die Schule.